Neu ist auch dieses Tierschutzprojekt, das Aktion-Tier Eichhörnchenseil. Da Eichhörnchen als sogenannte Kulturfolger in Gärten und Parks zu Hause sind, kennen und lieben die meisten Menschen diese niedlichen Nager. Aber das Leben in Städten birgt auch viele Gefahren. So werden zum Beispiel viele hundert Eichhörnchen überfahren. Vor allem im Herbst, wenn die Tiere mit dem Verstecken von Wintervorräten beschäftigt sind, achten sie überhaupt nicht mehr auf den Straßenverkehr. Auch am stark befahrenen Müggelseedamm in Berlin-Friedrichshagen kamen jedes Jahr viele Eichhörnchen zu Tode. Daher haben wir beschlossen, an dieser Stelle ein 4 cm dickes und 20 Meter langes Kunststofftau über die Straße zu spannen, um den Tieren hier eine sichere Überquerungsmöglichkeit zu bieten. Nachdem alle erforderlichen Genehmigungen und Versicherungen eingeholt waren, konnten wir das Projekt am 7. März dieses Jahres endlich realisieren. Unser Seilexperte Alex Geist hat das Tau in 9 Meter Höhe an zwei Bäumen zu beiden Seiten der Straße befestigt. Um die Eichhörnchen an die Benutzung des Seiles zu gewöhnen, haben wir mit Nüssen und Kernen gefüllte Futterkästen an beiden Seilbäumen angebracht. Das mediale Interesse an unserem Eichhörnchenseil war enorm. Zahlreiche TV-Sender sowie in- und ausländische Zeitungen berichteten über dieses einzigartige Projekt. Seitdem das Seil über den Müggelseedamm gespannt wurde, ist in diesem Straßenabschnitt kein einziges Eichhörnchen mehr überfahren worden. Um den Erfolg dokumentieren zu können, haben wir im September eine Kamera mit Bewegungsmelder angebracht. Regelmäßig sendete diese Fotos in unsere Geschäftsstelle im Kaiserdamm, allerdings meistens ohne Tiere. Dann kam ein Foto von einer kleinen Meise, von einem Schmetterling, der nachts unterwegs war, und schließlich tappte am 11. Oktober auch ein Eichhörnchen in unsere Blitzerfalle. Somit haben wir den fotografischen Beweis, dass unser Seil funktioniert, und planen bereits weitere dieser Luftbrücken in anderen deutschen Städten.